Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Destiny 2 mit mir, dem Reaps. Schön, dass du in dieser Folge mit dabei bist und vielen Dank an dieser Stelle an alle, die meine letzten Videos geschaut, kommentiert oder bewertet haben. Wir befinden uns hier in Savathuns Thronwelt und wir haben den Auftrag von Finch, den Strike, die Lichtklinge zu spielen und wir starten auch direkt rein. Let's go! Okay, wir sind drin. So wie es ausschaut, sind wir etwas weiter vorne eingestiegen. Seht nur, da hinten. Der Weg ist frei. Savathun hat sich also als Osiris ausgegeben. Ikoras Freund und Mentor, ja? Vielleicht war es Ikoras Fehler. Sie hat etwas gesagt, dass Savathun half, das Licht zu bekommen. Was immer auch zwischen ihnen passiert ist, das ist nicht Ikoras Schuld. Ja, sicher. Ich meine nur, Ikora ist eine Spionagemeisterin, oder? Und Osiris ist ihr Freund? Man sollte meinen, sie hätte etwas bemerkt. Savathun hat uns alle getäuscht. So wie dich und jeden anderen Schargeist. Wir werden nicht zulassen, dass Ikora die Schuld auf sich nimmt. So, wir haben hier zwei Siegel vor uns. Das heißt, wir gehen hier. Finch, wieso halten wir an? Ich weiß nicht. Damit habe ich nicht gerechnet. Nur eine kleine Unterbrechung. Ihr könnt euch um diese Barriere kümmern, oder? Sicher könnt ihr das. Okay, der macht den schon kaputt. So, den einen haben wir schon mal. Reicht es theoretisch? Ja. Hey, sehr cool. Was mache ich mit der leeren Ladung? Senke die Barriere. Also draufschmeißen. Richtig? Ich denke schon. Halt! Nein! Was mache ich? Hier entlang. Zu weit gesprungen. Gut gemacht. Das Boot bewegt sich wieder.
Alles schon wegmachen. Sehr schön. Ja, bisher eigentlich ein echt cooler Strike. Klar, wir haben den Einstieg ein bisschen verpasst, vermute ich. War halb so wild. Wir stecken schon wieder fest. Ernsthaft? Aber ich hatte das doch geregelt. Es ist einfach diese Schadtechnologie, die so veraltet. Moment, gib mir eine Sekunde. Dies sei ein Tempel für Oryx? Ja, genau. Sabatuns Bruder. Der König der Besessenen persönlich. Die beiden haben sich gegenseitig um die Millionen Male getötet. Aber sie hat ihm einen Tempel gewidmet. Schon seltsam, wie das manchmal läuft. Seid hier vorsichtig. Hier ist etwas geschehen. Alles ist von Dunkelheit überwuchert. Aber ich kann Licht spüren. Ich kann es nur nicht sehen. Vielleicht gibt es einen sicheren Weg hindurch. Okay, wir haben Gewicht der Dunkelheit. Wir können nicht rennen. Und auch nicht gescheit springen. Komm, lauf rein. Perfekt. Okay. Hey, das ist voll unfair. Jetzt können wir endlich wieder rennen. Als wäre alles gesichert, Finch. Wir gehen rein. Vorsicht. Der Ritter, der diesen Ort bewacht, er ist ein alter Rivale von Oryx. Mit ihm ist nicht zu spaßen. Schon irgendwie lustig, dass Sabatun ihn Oryx-Tempel bewachen lässt. Oh wow, nice. Lass mal die Super rein. Der Kollege ist gefallen. Widerlinge. Jede Menge Widerlinge. Ja. So, ich lebe wieder.
gerade meine Granate geschmissen und der teleportiert sich einfach weg. Ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Gott sei Dank hat er das kapiert. Das war jetzt wirklich dumm. So, vielen Dank. Ich hau erstmal ab. Noch immun. Da ist er wieder. So, wir haben die Super bereit. Ja, schon wieder immun. Ganzen Sphären einsammeln. Können wir gleich nochmal eine Granate in ihn reinfeuern. Und down. Okay, schön. Besorge die Tafel, das machen wir natürlich. Einmal nehmen. Tafel des Ruins. Ziel abgeschlossen. Finch, du hattest recht. Wir haben etwas gefunden. Ein Stück der Tafeln des Ruins. Die Tafeln, mit denen Oryx die Besessenen erschuf. Ich hatte recht. Ich hatte recht. Ich wusste es. Ich wusste, dass es irgendwie mit den Besessenen zusammenhing. Alakuls Geist ist entkommen. Er hat nur seinen Körper hier zurückgelassen. Ah, Notfallplan. Sie lernen dazu. Sie versuchen, euch einen Schritt voraus zu sein. Aber ihr habt die Tafel. Das ist das Entscheidende. Das bringt uns einen Schritt näher an den Sieg über die Hexenkönigin. Okay, sie haben fertig geredet. Das heißt, wir teleportieren uns raus. Wir sehen uns gleich wieder in Savatuns Thronwelt. Wir sind zurück im Morast, schwingen uns auf den Sparrow und fahren zum nächsten Kampagnenbanner. Leichter Fahrfehler. Was haben wir hier? Eine Sidequest. So, ich steig mal ab. Immer weiter in die Tiefen. Tempel der Zornigen. Er kommt mir doch sehr bekannt vor, das Ganze. Ha!
Ach bitte. Und ein bisschen näher. Dann lassen wir's. Tiefenblick Stufe 3 benötigen wir hierfür. So, wo sind wir hier jetzt wieder reingeraten? Widerlinge. Hier oben geht's weiter. Über die Brücke drüber. Da haben wir eine Beutetruhe. Das könnte sein, wenn wir den jetzt aktivieren, dass wir hier auch was sehen. Ah, ja, Tiefenblick Stufe 3. So weit bin ich leider noch nicht. Aber ich versuche mal die Truhe im Hinterkopf zu behalten. Verdächtig ruhig hier drin. Dann kann ich dich sicherlich auch nicht aktivieren, oder? Doch, aufdecken. Ja, ich vermute, ich muss hier entlang. Ja. Noch tiefer rein. Habe ich mich jetzt wieder hin teleportiert? Ich sollte mich von den Portalen fernhalten. Jetzt bin ich ja wieder ganz woanders. Interessant. Ich finde das Element ja ziemlich cool. Jetzt bin ich wieder hier, okay. Den Weg hätte ich mir können sparen. Ich nehme wir mit. Hohenweltrang-Punkte sind immer gut. Also vom Portal fernhalten. Wir rennen direkt durch. Let's go. Das Portal, das einst hier war, ist fort. Wir müssen einen anderen Weg finden, wenn wir die Erinnerung manifestieren wollen. Die Tafel, die wir gefunden haben, muss etwas damit zu tun haben, wie Sabaton das Licht bekommen hat. Interessant. Falsche Rune gewählt. Falsche Rune gewählt. Oha. Ah, die war schon mal richtig, okay. Falsche Rune.
Es muss hier doch Anhaltspunkte geben, oder? Es kann ja jetzt nicht sein, dass ich das alles hier durchprüfen muss. Oder hätte ich vorher solle besser aufpassen? Jetzt haben wir die hier. Die und die haben wir jetzt. Okay. Ich habe jetzt keine, wo mir irgendwie direkt ins Auge springt. Oh. Nice. War das wahrscheinlich mega viel Glück. Ich habe keine Ahnung. Ihr könnt es mir ja gerne mal reinschreiben in die Kommentare, falls es da einen Lösungsansatz gibt. So, wir sind wieder bei der Erinnerung angelangt. Ich werde nie die Königin der Besessenen sein oder nur die zweite Geige neben meinem Bruder Oryx spielen. Als Oryx die Tafeln des Ruins erschuf, beschrieb er die Fähigkeit, die Besessenen zu erschaffen. Doch Oryx wurde von einer viralen Macht aus der Tiefe gelenkt. Ich habe ihren wurmförmigen Weg studiert. Ich habe zwischen den Zeilen gelesen. Die Tafeln verbergen ein Rätsel. Die Antwort auf dieses Rätsel ist größer als die Macht zu nehmen. Es ist die Macht des Zeugen. Welten von einer Realität in eine andere zu bewegen. Das ist es, was ich tun werde. Ich werde nicht nehmen, sondern geben. Dem Reisenden ein sicheres Versteck gewähren. Und sobald er am Himmel meiner Thronwelt schwebt, werde ich ihn einsperren. Die Mission haben wir abgeschlossen. Und eine weitere Erinnerung von Savatun gehört. Wir schauen in die Quests. Wir sollen in die Enklave zurückkehren, um mit Ikora zu sprechen. Wir laufen auch direkt durch bis zu Ikora. Also, die Massenentführung der Planeten ist nicht das Werk der Dunkelheit, sondern eines Wesens dahinter, des Zeugen. Und wie es aussieht, war ich für Savatuns Diebstahl des Lichts verantwortlich. Ja, das hatte ich fast erwartet. Immerhin war ich es, die sie im Turm willkommen hieß, die ihr Zugang zu den Vorhutarchiven gewährte. Und jetzt könnte die Menschheit den Reisenden an die Schar verlieren. Ich muss wissen, ob das wirklich meine Schuld ist, bevor Savatun auch nur in die Nähe des Reisenden kommt. Dein Freund Finch hat einen neuen Hinweis gemeldet. Ich habe so meine Zweifel, aber Zaghaftigkeit können wir uns zurzeit nicht leisten. Nimm in der Thronwelt Kontakt mit ihm auf. Finde die Antworten, die wir brauchen, egal wie.
Ikora glaubt, dass sie möglicherweise mit dafür verantwortlich ist, dass Savathun das Licht stellen konnte. Aber angesichts der Nachricht, dass Savathun auch noch den Reisenden in ihre Drohnenwelt ziehen und dort einsperren will, ist die Zeit knapp. Sie schickt dich zu Finch, um einem weiteren Hinweis nachzugehen. Schließe die Mission, die List, in der Drohnenwelt ab. Wir bekommen die falsche Fährte. Raketenwerfer. Neuer Schritt. Schließe die Mission, die List ab. Ja, das werden wir auch definitiv machen, allerdings nicht mehr in der heutigen Folge. Wir sind am Ende angelangt. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.